Kokosnüssen bewaffnet warten sich Angelika Bachmann, Anne von Twardowski und Sonja-Lena Schmidt in die Freilaufhalle der Elefanten im Tierpark Hagenbeck. Ihr Auftrag? Taufe des 3 Monate alten Elefantenmädchens an Julie. Doch die fremdelte etwas. Schließlich kannte sie die 3 Damen von Salü Salon noch nicht. Nach mehreren Lockversuchen von Tierpfleger Thorsten Körmann war es soweit. Mit einem beherzten Schritt nach vorn gelang die klebrige Taufaktion, die bei Hagenbeck traditionell mit Kokosmilch durchgeführt wird. Die Verleihung des Elefantenhakens mit eingraviertem Namen gehört ebenso zu dieser Tradition. Stilvoll überreicht von Elefantendame Yashoda, der Mutter der kleinen Anjuli. Die 3 Solistinnen von Salü Salon, die an diesem Tage aus Krankheitsgründen auf ihre 4. Spielerin verzichten mussten, hatten sichtlich Spaß. Und auch bei Anjuli legte sich die Aufregung langsam wieder. Zum Schluss gab es noch ein kleines Ständchen zu Ehren des Teufels. Doch die Dickhäuter zeigten sich unbeeindruckt. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie ein Tier getauft. Und ein so großes schon gar nicht. Sehr aufregend. Also wir haben ja sogar die Zunge angefasst. Und die Elefantenzunge ist tatsächlich sehr weich und warm. Und ehrlich gesagt ganz angenehm. Ist ganz schön. Also, dass wir so nah ran dürften und so mittendrin sein durften, das hätte ich nicht gedacht. Ja? Nee. Also, es war ein unglaubliches Erlebnis, wirklich. Und auch wenn die Kleine noch ein bisschen schüchtern war, wir lernen sie ja jetzt hoffentlich bald besser kennen, wenn sie älter wird und besuchen sie dann an ihren Geburtstag. Also, wir könnten uns durchaus vorstellen, dass unser neues Patenkind Anjuli, das kleine Elefantenbaby, vielleicht Inspiration sein könnte für ein Stück, ein Lied im neuen Programm. Mal gucken. Doch kaum fühlt sich die inzwischen 240 Kilogramm schwere Anjuli in ihrer Herde wieder sicher, zeigt sie, wie frech sie wirklich ist. Spielkamerad Assam kann ein Lied davon singen. Von Schüchternheit keine Spur.